Wir hatten dann auch vereinbart, dass, ich hatte sie dann gebeten, ihr Lieblingsgedicht ihres Vaters vorzulesen, denn er war ja auch ein bedeutender Dichter. Ja. Könnten wir jetzt ja gerade mal machen. Naja, es ist nicht mein Lieblingsgedicht. Also mein Vater hat ja unterschiedliche Lyrik geschrieben. Er hat, das wird jetzt am Samstag auch Thema sein, er war ja auch Beatpoet, also er hat viel experimentell auch gemacht. Er hat aber auch religiöse Lyrik geschrieben. Also sein getaufter Name ist ja Paul Gerhard. Das hatten wir eben erwähnt, dieser berühmte protestantische Kirchenlieddichter. Und so ähnlich wie Paul Gerhard damals auf deutscher Sprache religiöse Lyrik verfasst hat, hat mein Vater erstmalig im deutschsprachigen Raum auf deutscher Sprache muslimische Gedichte geschrieben. Die gab es also vorher nicht. Vorher wurde vor allem auf Arabisch religiöse Lyrik auch rezitiert und gesungen in den muslimischen Gemeinden. Und mein Vater hat das hier eingeführt und mittlerweile werden die deutschlandweit auch gesungen. Ganz viele junge Muslime sind mit diesen religiösen Gedichten auch aufgewachsen. Das ist ein Teil ihrer muslimisch-deutschen Identität auch geworden. Aber ich habe heute ein ganz anderes Gedicht dabei. Es ist nicht mein Lieblingsgedicht. Also Lieblingsgedichte sind andere, aber es ist, ich fand ein Gedicht, was aktuell ist irgendwie. Also es ist, wir haben es im Nachlass gefunden, das Gedicht. Es stammt von 2002 und er hat es geschrieben, nachdem er einen Artikel gelesen hatte in der Zeitung. Da geht es um die CSU und die CSU fordert dort, also die Schlagzeile heißt, CSU will nur benötigte Ausländer. Und das ist doch schon sehr nah dran an dem, was wir heute wieder an Diskussionen haben, wenn wir an den Leitantrag denken, ja, der letzte Woche von der CDU-CSU erfolgt ist zum CDU-Parteitag in München. Da geht es ja auch um Zuwanderung. Und mein Vater hat damals sich schon unglaublich daran gestört. Es ist ein etwas längeres Gedicht. Und es geht eben um diese, es heißt der benötigte Mensch. Ich bin ein benötigter Ausländer. Ich bin kein Mensch. Ich benötige Arbeit. Ich bin ein armer Mensch. Ich benötige Brot. Ich bin ein hungriger Mensch. Ich benötige Medizin. Ich bin ein kranker Mensch. Ich benötige Liebe. Ich bin ein ungeliebter Mensch. Ich bin ein benötigter Ausländer. Ich bin kein Mensch. Ihr sagt, ihr benötigt Spezialisten. Ich bin ein benötigter Spezialist für Menschlichkeit. Ich gebe euch die Chance, euer christlich-abendländisches Credo von der Liebe zu den Nächsten wie zu euch selbst zu beweisen. Aber ihr benötigt nur Spezialisten, die euch helfen, eure Bäuche fett zu halten, eure Köpfe mit Millionen Filmen zu kitzeln und euer Herz in bayerischem Reinheitsgebotsbier zu ertränken. Ihr benötigt mich nicht. Ich bin ja nur ein benötigter Mensch. Einer, der bald stirbt, weil ihr den halben Euro pro Tag nicht habt, der Hunderte meinesgleichen am Leben ließe. Ihr benötigt mich nicht. Ich bin ja nur ein benötigter Mensch, wenn ihr mich braucht. Aber was ihr braucht, ist die Not zu empfinden, nicht benötigt zu sein. Ich bin ein Nichts in euren Augen, es sei denn, ich bin ein Spezialist. Und doch bin ich ein Spezialist, ein sehr benötigter Spezialist, einer, den ihr wirklich benötigt, um herauszufinden, was für einen Sinn es macht, Menschen danach zu beurteilen, ob sie benötigt sind. Aber ihr sagt, ja, wir geben euren Herren Kredite und Entwicklungshilfe, damit sie das wieder gut machen, was wir ihnen angetan haben, als wir sie ausbeuteten in all den Jahren. Ich glaube, ihr benötigt Verstand. Meint ihr, wenn ihr einen Cent gebt, wiegt das das Leiden auf, das mir angetan wird, wo ich doch euer Nächster bin? Das mir angetan wird, wenn ihr so tut, als gäbe es eine ungesteuerte und ungeordnete Zuwanderung? Dabei habe ich ja gar kein Geld zum Wandern. Das erlauben die ungeordneten Verhältnisse, die ihr geschaffen habt, ja gar nicht. Da pumpt ihr Geld in mein Land, damit wir Spezialisten ausbilden und kaum haben wir sie, benötigt ihr sie. Uns aber fehlen sie. Das nenne ich Nächstenliebe. Ich bin ein benötigter Ausländer. Aber kein benötigter Mensch. Ihr benötigt meine Arbeitskraft, aber benötigt nicht einen benötigten Menschen, der eben nicht nur anschafft, sondern auch Menschlichkeit benötigt. Ganz abgesehen davon, dass er benötigt, dass diejenigen, die er liebt, zuwandern, egal ob ungesteuert und ungeordnet oder nicht benötigt. Kommt also zu mir, die ihr benötigt und beladen seid, mit der Mühsal des Wohlstands. Ich will euch etwas von meinem Fladenbrot und meinem Linsenbrei abgeben, damit ihr erquicket werdet. Und dann singe ich euch ein Lied, das Lied vom benötigten Menschen, der aus seiner Not eine Tugend macht, damit er euch nicht benötigt, ihr hartherzigen, machtgierigen, von der Partei derer, die behaupten, einem Buch zu folgen, in dem die Feindesliebe gepredigt wird. Die Liebe zu den Benötigten und den Unbenötigten, zu den Mühseligen und Beladenen, die nichts zu verlieren haben als ihre Ketten, dass Gott sich ihrer erbarm.
Aber ihr protzt mit euren Ketten des Geizes, der Habsucht, der Rechthaberei, der Großmannszucht, des Stolzes und der Klüngelei. Und wenn ihr was gebt, uns benötigten Ausländern, dann benötigt ihr unsere Not, um euch zu beloben. Wir haben getan, was wir tun konnten, und doch gabt ihr nur einen Bruchteil dessen, was ihr nicht benötigt. In Wirklichkeit benötigt ihr Menschen, keine benötigten Ausländer, keine benötigten Spezialisten. Ihr benötigt Menschen, die euch durch ihre Menschlichkeit zeigen, dass ihr auch Menschen seid. Ich glaube, ihr habt das so ziemlich vergessen in all euren Abrechnungen, in all euren Kontenverschiebungen, in all euren Geldgeschäften, in all eurem Glotzen, ob ihr auch was zurückkriegt, wenn ihr was spendet. Wir benötigen nicht eure Almosen. Wir benötigen euer Menschsein. Wir benötigen nicht eure grünen Karten. Wir benötigen weltweit grünes Licht für ein Verstehen, dass es nur eine Erde und nur eine Menschheit gibt. Drum teilt sie nicht ein in Benötigte und Unbenötigte, in Arbeitstiere und Bettler. Denn ich bin ein benötigter Mensch. Ich benötige Liebe. Denn ich bin ein benötigter Mensch. Ich benötige Wasser. Denn ich bin ein benötigter Mensch. Ich benötige keine Grenzen. Ich benötige Gerechtigkeit.